Viele, die den oder die Ex zurückgewinnen wollen, stellen sich vermutlich mindestens einmal die Frage, bringt das alles noch was? Soll ich dranbleiben, den Ex zurückzugewinnen? Oder soll ich vielleicht aufgeben? Und vielleicht war das bei dir auch schon mal der Fall. Ich bin Dr. Stefan Kraft, ich bin Gründer und Experte bei Szenario 2 und in diesem Video werden wir uns vier zentrale Fragen anschauen, wie du für dich feststellen kannst, ob du dranbleiben solltest oder ob du vielleicht aufhören möchtest. Bei diesen Fragen geht es ausschließlich um dich, beantwort sie also ehrlich, schnapp dir gern auch Stift und Papier und schreib die Antworten auf diese Fragen auf oder schreib es auch gerne in die Kommentare und schau, wie andere das finden. Und dass man sich eben diese Frage stellt, man wirklich noch dranbleiben sollte, das tritt oft in Situationen auf, wenn zum Beispiel beim Ex-Zurückgewinnen lang nichts weitergeht oder wenn die Trennung ein bisschen emotional war oder wenn man selber schon ein paar Fehler begangen hat und vielleicht so zum Creepy-Ex geworden ist. Oder auch, wenn der Ex nicht auf einen zugeht oder vielleicht einmal ein bisschen gemein zurückschreibt oder man keine Antwort kriegt. Und meistens, und das kommt dann noch dazu, gibt es dann auch noch den Freundeskreis, der oftmals sehr wenig unterstützende Worte findet. Wo dann die Freunde sagen wie, ja, das Ex zurück, das kann nicht funktionieren. Oder dass sie sagen, na schau, wie du behandelt wurdest, du hast was Besseres verdient. Und all das, das lässt einen dann oft ein bisschen verdutzt zurück. Und damit du da mehr Klarheit für dich und für deine Situation finden kannst, dafür starten wir gleich los mit der ersten Frage, nämlich kannst du selbst noch an ein Happy End glauben? Und da empfehle ich, dass du dir zuallererst mal oder für dich mal zuallererst klar kriegst, dass Ex zurück tatsächlich nur den oder die Ex zurückbringt und nicht irgendeine komplett andere Person oder auch nicht irgendeine Wunschversion vom Ex. Weil über eure Liebe in der ersten vergangenen Beziehung, da liegt durch die Trennung so ein bisschen ein Schatten an Problemen, ein Schatten an Schuld, Kränkungen oder auch gemeinsamen Krisen. Und die Frage ist für dich zuallererst immer, habt ihr beide die Ressourcen und auch die Skills, überhaupt miteinander zu sein, miteinander in einer Beziehung zu funktionieren? Und du wirst jetzt vermutlich lachen, aber ich meine das total ernst. Denn manche erzählen, dass sie eigentlich nie gemeinsam in der Beziehung diese schönen Momente hatten und dass die Beziehung eigentlich immer nur anstrengend und Arbeit war. Also spür mal in dich rein, ist mit deinem Ex eine Beziehung so möglich, wie du es gerne hättest? Und vor allem gab es auch längere Phasen, wo zwischen euch alles gut war und wo ihr die Liebe zueinander gespürt habt. Und wo zwar natürlich Probleme waren, aber wo man einen Umgang mit diesen Problemen gefunden hat und wo man an diesen Problemen als Paar wachsen konnte. Und wenn sich da jetzt schon ein bisschen Panik in dir breit macht, dann mach gern auch unseren Ex-Zurück-Chancentest. Damit kannst du ganz einfach feststellen, wo du gerade so bei deinem Ex stehst. Dieser Test ist komplett kostenlos und er besteht aus einer Serie von Fragen über dich, über den Ex und über eure Trennung. Und am Schluss bekommst du eine Idee, wie die Chancen zwischen euch gerade stehen, wie die Chancen dafür stehen, dass ihr wieder zusammenkommen könnt. Und zusätzlich erfährst du am Ende von dem Test konkrete Vorschläge, wie du weiter vorgehen kannst, basierend auf deinen Antworten. Am Ex-Zurück-Chancentest kannst du teilnehmen, indem du einfach hier oben draufklickst und natürlich gebe ich dir den Link dazu auch in die Description unter dem Video. Also probier das gern aus, wie gesagt, ist 100% kostenlos und braucht maximal 5 Minuten. Und damit gehen wir schon zur zweiten wichtigen Frage, wie du feststellen kannst, ob du dranbleiben solltest und möchtest, nämlich welche Pfeile hast du noch im Köcher? Erst wenn man keine Optionen mehr hat, muss man tatsächlich aufgeben. Aber was meine ich da jetzt mit Option? Da meine ich nicht, dass man blindlings alles irgendwie nach der Reihe ausprobiert, sondern sozusagen, dass man klug und gewählt die Strategie durchschreitet, Schritt für Schritt. Da ist nämlich ein großer Unterschied. Spür mal rein. Angenommen, der Ex hat gesagt, ich will nie wieder was von dir hören und hat dich blockiert und alle Freunde sind gegen dich und ihr habt auch schon alles ausgetauscht und es ist Funkstille. Da hat man wahrscheinlich dann nimmer so viele Pfeile im Köcher. Da gibt es nimmer so viele Optionen. Oder andererseits, nehmen wir mal an, du hast eine Testfrage geschrieben, der Ex hat neutral geantwortet, dann gibt es da noch sehr viele Pfeile im Köcher, die man da dann in weiterer Folge noch anwenden und ausprobieren kann. Da ist noch nichts verloren. Da steht auch noch nichts einem erfolgreichen Zusammenkommen im Wege.
Weißt du, unsere Coaches bei Szenario 2, die checken das in jedem Gespräch auch immer sehr genau ab, welche Pfeile da gerade noch im Köcher vorhanden sind für die jeweilige Situation. Und solche Pfeile oder solche Optionen können sein, eben Ereignisse, Gegenstände, Themen, Haustiere, alte Konzertkarten, was auch immer. Es sind Dinge, die man dann noch ausspielen kann, Methoden, die man noch nicht probiert hat und auch Strategien, die man vielleicht selbst noch gar nicht kennt und selbst gar nicht so wirklich im Schirm gehabt hat. Deswegen kommt eben der Ex-Zurück-Strategie ein so großer Teil zu. Und deswegen verwenden wir bei Szenario 2 auch einen großen Anteil unserer Zeit damit, die Strategie zu optimieren. Da setzen wir uns dann im Team zusammen und schauen uns an, was hat gut funktioniert. Das nehmen wir dann gegebenenfalls in die Strategie auf und wir schauen uns an, was hat nicht so gut funktioniert und das fliegt dann wieder aus der Strategie raus. Und so ist gewährleistet, dass immer das Beste und Wirkungsvollste zur Verfügung steht. Weil es kommt bei uns nicht selten vor, dass Leute total verzweifelt uns kontaktieren, weil jetzt irgendwie mit dem Ex alles hoffnungslos ist und irgendwie es so scheint, als wäre alles endgültig aus. Und wo wir dann mal sagen, naja, Moment mal, da kannst du noch das, das, das und das probieren. Weil klar, oder? Es kommt nicht jeder Normalsterbliche automatisch als Ex-Zurück-Experte auf die Welt. Aber dafür gibt es uns da bei Szenario 2 und du kannst dir sicher sein, dass wir alle Strategien bzw. alle Pfeile und Optionen kennen, die man noch anwenden kann in einer vielleicht auch schon ein bisschen verzwickten Situation. Und natürlich, je mehr Pfeile es noch gibt, desto mehr lohnt es sich dann auch dran zu bleiben. Das heißt, wenn du nicht weißt, ob da noch Pfeile bei dir vorhanden sind oder noch Optionen da sind, dann klick dich gern mal durch all unsere Videos hier am Kanal durch. Schau dir unsere Kurse an oder schau im Coaching vorbei, um dir da Gewissheit zu holen. Und erst wenn der Köcher wirklich leer ist, dann kann man sagen, okay, es lohnt sich nicht mehr dran zu bleiben. Und auch das gehört, finde ich, dazu, dass du hier das von mir erfährst, dass es eben nicht diese 100% Garantie geben kann, dass du mit dem Ex wieder zusammenkommen kannst. Denn du bist ja bei Szenario 2, weil du willst, dass wir dir sagen, was Sache ist und nicht, dass wir dir da irgendwelche rosaroten Wunschwelten präsentieren, die mit der Realität eigentlich gar nichts zu tun haben. Also gut, damit schreiten wir weiter zur dritten Frage, wie du für dich herausfinden kannst, ob du weitermachen sollst beim Ex-Zurückgewinnen. Und diese lautet, hast du noch Durchhaltekraft? Und ich habe schon angesprochen, wenn du deinen oder deine Ex zurückbekommen möchtest, dann gibt es dafür leider keine 100%ige Garantie für Erfolg. Alles ist möglich, aber nichts ist fix, könnte man sagen. Du weißt nicht, was passieren wird. Das Einzige, was ziemlich gewiss ist, ist das, wenn du nichts tust, wirst du aller Voraussicht nach nicht wieder mit dem Ex zusammenkommen können. Und es ist normal im Leben, dass es mal Phasen gibt, wo es ein bisschen schwerer ist. Bei dir ist das jetzt mit dem Ex gerade auf der Beziehungsebene der Fall. Da ist gerade nicht alles im Lot auf dem Boot und da schöpfst du wahrscheinlich gerade auch gerade ein bisschen aus deinen Reserven. Das heißt, wenn es einem das ein Anliegen wichtig ist, das kann Ex-Zurückgewinnen sein, dann ist es da okay, so die eigene Reserve auszuschöpfen, vielleicht auch ein bisschen die eigenen Energiereserven anzuzapfen. Aber immer unter der Voraussetzung, dass es zusätzliche andere Bereiche gibt, in denen man noch Erfolgserlebnisse hat und in denen man das eigene Energielevel wieder ein bisschen auffüllen kann. Und deswegen spür mal rein in dich, wenn auf Beziehungsebene zwischen dir und dem Ex gerade nicht so wirklich alles gut ist, hast du dennoch genügend positive andere Erlebnisse, zum Beispiel mit Freunden, mit der Familie, im Beruf, vielleicht auch mit dem eigenen Haustier oder den eigenen Hobbys. Gibt es also Bereiche in deinem Leben, die dich auffangen können, die okay sind, die dich stabilisieren und dir Energie geben? Wir bei Szenario 2 verwenden da immer gern die folgende Metapher. Und zwar soll man sich nur so weit aus dem Fenster lehnen, solange man auch noch genug Kraft hat, um sich im Notfall wieder hineinzuziehen. Und da ist dann also auch die Frage für dich, hast du noch genug Kraft und Energie, auch vielleicht, wenn es gerade schwer ist mit dem Ex? Hast du da noch genug Kraft, dran zu bleiben und weiterzumachen? Und schließlich haben wir dann noch die letzte Frage, die da lautet, würdest du es dir in einem Jahr vorwerfen, wenn du jetzt heute nicht alles probiert hast? Und nehmen wir mal an, du könntest noch an ein Happy End glauben, du hättest eigentlich noch Pfeile im Köcher und du hättest eigentlich auch noch Durchhaltekraft. Aber weil es jetzt gerade in der Zeit ein bisschen schwer ist, sagst du zu dir, na, das ist mal zu mühsam, ich höre jetzt auf.
und in vielleicht einem Jahr fragst du dich dann, naja, was wäre gewesen, wenn ich damals dem Ex geschrieben hätte? Was wäre gewesen, wenn ich noch ein bisschen länger dran geblieben wäre? Oder was wäre gewesen, wenn ich damals die nötigen Veränderungen angegangen wäre? Deswegen lade ich dich bei dieser letzten Frage mal ein wenig in die Zukunft zu denken. Frag dich also, würdest du es dir vorwerfen, in 6 Monaten, in einem Jahr, dass du jetzt nicht alles versucht hast, was möglich war? Wenn du eben nicht alle Räder in Bewegung gesetzt hättest? Und weil du hier bist in diesem Video, das zeigt mir, dass es in dir da noch einen Teil gibt, der sich damit noch nicht so ganz zufrieden gibt, jetzt alles endgültig hinzuschmeißen. Also, ich lade dich hier jetzt mal ein, drüber nachzudenken. Krieg mal klar für dich, wie es ist, wenn du mit dem Ex wieder zusammen wärst. Würde es sich lohnen, um das jetzt, in diesem Moment zu kämpfen? Und würdest du dir das dann in einem Jahr vorwerfen, dass du es damals, also jetzt und heute, eben wo du dieses Video anschaust, dass du da nicht alles ausprobiert hast, was möglich wäre? Und wenn du sagst, ja, ich bleibe noch dran, das will ich machen, dann kommt natürlich auch den richtigen Schritten, die du nacheinander gehst, eine maßgebende Bedeutung zu. Und wenn du da deine Chancen maximieren möchtest, dann hol dir gern auch meinen kostenlosen Ex-Zurück-Crashkurs. Da erkläre ich dir die wichtigsten Schritte, wie du mit dem Ex wieder in eine Beziehung kommen kannst. Und zusätzlich bekommst du da auch dann noch weitere exklusive und personalisierte Tipps per E-Mail, sodass für deine Situation die bestmöglichen Chancen dabei rauskommen. Klick also gern unter mir auf den Link und hol dir den kostenlosen Zugang zum Crashkurs. Dann tschüss, baba und alles Liebe von mir.